weißt du was? Wie gesagt, ist nur zum Probieren jetzt. Windkraftanlage, so. Wind zu schwach oder? Ah, guck mal. Also hat einfach nur der Berg da hinten gestört. Output 90 kW, Rotorhaltbarkeit 99%. Okay, Generator. So, sind verknüpft, müsste also produzieren. Dreh dich einmal. Nein. So, jetzt. 22,5 EU pro Tag. Wow. Das ist eine Hausnummer. Und das für Windkraft. Also müssen wir uns tatsächlich irgendwo auf einer Anhöhe oder so eine kleine Windkraftanlage zusammen. Was? Also ich würde gerne eine zusammenbauen. Einfach, dass wir ein bisschen, ja, natürliche Ressourcen nutzen können. Wasser, Wind, Sonne und so eine Sachen. Ja, einfach, dass wir da ein bisschen natürliche Quellen ausnutzen können. Jetzt natürlich blöd. Also auf dem Baumhaus lasse ich mich natürlich nicht stehen, klar, das ist Quatsch. Da nochmal eine Etage drauf bauen, ist auch Quatsch. Oder wir bauen uns einen richtigen Turm. Wirklich einen Turm, der ist höher dann wie unser Bauernhaus. Ja, dann hier auf dem freien Feld schön, wo ringsrum nichts ist, auch keine Bäume, so wie hier jetzt zum Beispiel, wo wirklich frei ist. Und dann gucken wir einfach. Ah, der Wind wird auch schwächer jetzt. Wird's gerade Nacht? Zeit, nö, ist Mittag. Okay. Dass wir uns da wirklich so eine Windkraftanlage dann hinbauen, wo dann ruhig mal ein paar Kinetikgeneratoren sitzen. Wo wir dann wirklich mit Windkraft arbeiten können dann. Dann probiere ich jetzt mal den anderen Rotor kurz noch aus. Das testen wir aber eben, da mache ich eben mal ein kurzes Päuschen. So, beziehungsweise ein längeres Aufnahmepäuschen dann schon wieder auch. Die nächsten Tage werde ich schon noch ein bisschen was aufnehmen, aber müssen ja nicht immer gleich übertreiben. Ne? So, hole ich mal eben einen anderen Rotor noch. Hallo, hier, gib mal ja, so, tack. Probieren wir den mal aus, ob das jetzt wirklich nur an der Ecke lag oder weil der Holzrotor läuft ja jetzt. So. Rotor da. Der generiert nämlich mehr Energie. Da der schwerer ist, da der sich, wenn er sich dann mal bewegt, das Ganze ja schneller bewegt dann. Theoretisch. Probieren wir mal aus. Das sieht aber schon geil aus. Muss man einfach sagen. Ja, aber wie gesagt, da hätte ich dann am liebsten weißen Stein, der glatt ist. Damit man quasi keine Struktur drauf sieht oder nur ganz, ganz wenig. Damit es aussieht wie diese üblichen Windkrafttürme, die man so kennt. So, klemmen wir den mal rein. Mal gucken. Oh nein, läuft tatsächlich, siehst du? 154 kW. Produziert gleich mal das Doppelte an Energie. Wahnsinn. Was passt denn da rein? Kinetikgenerator. Sieht man gar nicht. Okay. Da passt aber ein bisschen was rein. Da hat jetzt gleich 100.000 EU drin. Cool. Ja, dass wir dann so einen richtigen weißen Turm bauen, wo man das dann einfach, ja, so wie man die Windkrafträder kennt, die weißen Säulen, Türme dann, wo dann Windräder dranhängen. Und dann so eine richtige, ja, im Prinzip Plantage bauen damit tatsächlich. Was man ja anstellen kann. So, nein, falsch rum, nein. Haben wir jetzt nach unten gedreht? Ja, haben wir. Wunderbar. So. Zack. Weil Wind haben wir immer. Seht ihr ja? Wind haben wir durchgehend. Ich will jetzt gerade mal gucken, haben wir auch nachts Wind? Ja, ne? Ganz genau so. Jawohl. Wunderbar. Dann können wir nämlich tatsächlich aus mehreren Energiequellen Energie schöpfen. Ich lasse den jetzt mal kurz hängen, dass er jetzt mal ein bisschen volllaufen. Dann werden wir mal gucken, in den nächsten Folgen ein paar Windtürme tatsächlich schon mal aufbauen. Beziehungsweise werden wir eins nach dem anderen machen. Ich fange ja wieder 20 Projekte. Ihr seht das schon. Ich bin gleich wieder Feuer und Flammen und fange 20 Projekte an. Bringt ja nichts.
Das hätte schon was, aber die ganzen Maschinen außenrum nerven halt doch ein bisschen. Aber dann können wir hier überall, wenn das mit Tesseract funktioniert, das können wir einfach mal testen, indem ich mal so ein Kabel an den Tesseract klebe. Wenn das mit Tesseract geht, können wir tatsächlich mehrere Türme einfach in der Landschaft verteilen und die hier mit ins Netzwerk einfließen lassen und dann kriegen wir da kontinuierlich Saft rein. Ach so, jetzt probieren wir das mal kurz aus. Geht das mit einem Tesseract? Nein. Haha, siehst du, das habe ich mir gedacht. Mist. Energie. Brauche ich dir irgendwie einen Transceiver? Irgendwas, wo das über Entfernung verschicken kann. Terraformer, Massefabrikate, Magnetizerpumpe, Füll, bla bla bla. Kleinerer Ofen, Scanner. Crop-Matron, Tesla-Spule, okay. Das sind die ganzen Generatoren und Kraftwerke. Ach, verdammt. Och nö. Okay, müssen wir also doch eine Plantage basteln. Meine Windkrafträder sind ja jetzt nichts absolut Ultramodernes, die haben wir in unserer Welt überall. Die könnten wir auch hier dann mit verbauen. Müssten wir aber tatsächlich mal gucken. 4000 Kohle. Müssten wir aber dann tatsächlich mal gucken, wie wir das Ganze anstellen am dümmsten. Guck mal, wie läuft und läuft. wie wir das am dümmsten anstellen dann. Zwecks dem Aufbau des Ganzen. Aber das sind Sachen, das können wir uns das nächste Mal überlegen. Ich mache jetzt erstmal ein Aufnahmepäuschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hierhin und bis zur nächsten Runde. Ciao, ciao. So, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Minecraft. Heute gibt es eine etwas kürzere Aufnahmerunde und ich bin hier schon mal anfangen, um Rezepte vorbereiten. Denn ich möchte ein bisschen was basteln für unsere Energiegewinnung. Das mit den Windkrafträdern ist eine Sache, aber ich habe gesagt, ich möchte nach Möglichkeit alle Systemvarianten nutzen, da zur Energiegewinnung zur Verfügung haben. Ich werde auch Solarmodule hier einbauen für normale Redstone-Flachsenergie, damit wir nicht mit dem Reaktor unten laufen haben. Und die können wir auch noch upgraden, das habe ich jetzt mittlerweile auch gesehen durch Solarflux. Da können wir, also durch neuere, abgedatete Versionen, da können wir jetzt einiges mehr anstellen. Und das möchte ich ganz gerne machen. So, da brauchen wir, wieder vergessen, eine Spule und zwei Zinnkabel. Dann werden wir das mal eben machen. So, wird jetzt auch noch eine kürzere Aufnahme, denn es ist auch schon wieder recht spät am Abend jetzt. Man verquatscht es doch ganz gerne mit dem Telefon dann. Aber das kriegen wir auch hin. So, haben wir einmal den da. Hätte ich vielleicht zwei Kabel machen können. So, mach mal. Können wir den nämlich gleich basteln. Das haben wir, das aber, das haben wir. Der Rest haben wir soweit automatisiert. Nochmal Malwerk, Rezept, Rezept, richtig, richtig, ja, so. Was soll ich machen hier, Solarmodule? Ich möchte nämlich gerne Solarplantagen bauen. Ja, den zum einen Schnicker aus, zum anderen kann man die ganz gut hier mit einbringen eigentlich. Ach guck mal, Kohle haben wir schon. Ah ja, siehst du. Okay, können wir die direkt wieder leer machen, die Schablone. Sehr gut. Wir haben sowieso keine Rezepte mehr. Platz. So, dann machen wir mal eine Niederspannungsanlage. Beziehungsweise brauchen wir da jedes Mal 8, ne? Genau. Naja, guck mal, brauchen wir eine LMS-Transformator. Da haben wir wieder ein neues Rezept direkt. Okay. Kabel, zwei Stück. So. Da und da. Und eine Hülle. So. Da. Zack. Klappen wir mal zusammen. So. Ein MS-Transformator. Zack. So, dann können wir mal hier Solar machen. Und zwar haben wir jetzt
Ah ne, haben wir noch keine gemacht. Siehst du? Gut. Also 8 Stück. Dann können wir die nächste Stufe gleich eintragen. Jetzt muss er natürlich ein bisschen berechnen. Die ganzen Kabel und allem. Oh. 800 Gummigen. Ach du Scheiße. Wow. Das war aber viel. Okay, das hat sich direkt mal erledigt. Auch in Ordnung. Okay, können wir direkt mal canceln. Hollala. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Achso, was wir mal machen könnten, wäre die Kartenautomatik. Und zwar brauchen wir dafür 3 Gravurmaschinen, damit wir das Ganze vollautomatisieren können. Sticky Pistons. Hab ich mal die Kolben, ne? Nee. Okay, brauchen wir also noch ein paar Rezepte. Einen Kolben. Dann brauchen wir dich. Geht da Industrial Craft Gummi? Nee, ne? Nein. Okay. Kautschuk. Ja, siehst du, da geht's schon los. Okay. Gut, dann sollen wir kurz ein bisschen sammeln gehen. Gehen wir mal einen Stack. So, und eine Axt. Hier. Ja, so. Geht einfach ein bisschen zügiger. So, dann müssen wir mal kurz ein bisschen Kautschuk zusammenkrabbeln gehen. So. Machen wir kurz wieder hier vorne. Müssen wir nur kurz hochziehen. Gerade ein bisschen Kautschuk ab, weil wir eine Gravurmaschine zu basteln. Damit wir das schon mal automatisieren können mit dem Prozessor. So, denn ich würde gerne die ganzen Molekular-Assembler dann, die Fertigungsmaschinen dann gerne mit erweiterten Chips ausstatten. Und dass wir das Ganze ein bisschen schneller craften können dann einfach. Weil wenn du da nur so ein Rezept hast für so eine Solarplantage, wenn du da mal 100 Module oder was basteln willst, da hängt man ein bisschen nicht dran, dann würde doch etwas zu lange dauern. So, was haben wir? Gut, jetzt wir mal kurz krabbeln hier. So. Den Rest können wir jetzt verschwinden lassen. So. Oh, bleibt hier nicht. Okay. Hier laufen ein paar Tiere abseits der Wege. Ja, letzte Aufnahme ist leider ein bisschen schief gegangen. Da gibt es leider kein Video von. Das ist nur eine quasi Hörspielfolge, wenn man so will. Da ist leider ein bisschen was schief gelaufen. Ich hab's verkackt mit dem Aufnehmen. Aber gut, okay. Wir werden es verkraften. So, 1, 2, 3, 4. Zack, 1, 2. So, wunderbar. Dann haben wir die schon mal. Ein Siliziumdruck, ein Kalkulationsdruck. Oh, das ist schlecht. Die anderen haben wir gar nicht. Logik. Das wieder klappt. Müssen wir also ein ganz weites Stück weggehen. Denn. Nee, das haben wir nicht drin. Gravur, Gravur. Die heißen alle Gravur, okay. Nee, aber das habe ich nicht drin. Mist. Ach, dann können wir das ja auch nicht automatisieren. Ach, das ist das. Wir können einige auch tatsächlich mit den Transfer-Notes machen. Das geht tatsächlich auch. Müssen wir mal gucken. Das lässt sich auch machen. Ja, okay, also das geht schon mal nicht. Schade. Okay. Ist ein bisschen doof jetzt. Aber naja, gut, okay. Kann man jetzt nicht ändern. Wir können aber mal eins machen, und zwar die ganzen Sachen mal schreddern hier.
ganzen Ärzte mal automatisiert, dass sie automatisch hier reingesägt werden und auch dementsprechend verarbeitet werden. Und dann haben wir das nämlich schon mal drin. So, was haben wir da alles drin jetzt? Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Differenz, dafür. Größtes Erz, Diamanten, ja, richtig. So, da müssen wir aber auch mal durchkommen, wo wir denn wie am meisten kriegen. Kupfer pulverisieren wir einfach und schmelzen es um. Zinn, Blei, Silber, das ist überall dasselbe. Kohle. Wo kriegen wir am meisten raus? Pulverisieren wir Blei. Die Chance auf Diamanten. Hehe, dann werden wir das mal kurz durch den Pulverisierer jagen. Vielleicht dann haben wir mit Import-Export ausgestattet, aber nur Importer. Hier, so, du hast den Fauland, du hast den Importer. Sehr gut. Kohle, zack. So, dann kann er mal im Highspeed hier Kohle durchschreddern. Nee, warte, Quatsch halt. Warte. Wo war das jetzt? Nee, Messer Game Handwerk war das, ne? Ah ja, das sagt man, genau. Hier, mach mal da so. Zack, Kohle. Nee, Quatsch. Eine, so. Ja, hier haben wir nämlich Chancen, auch Diamanten noch mit rauszukriegen. Kriegen noch extra pulverisierte Kohle, wo wir nichts klein machen müssen. So. Okay, dann. Was kriegen wir da im SAG-Malwerk raus eigentlich? Ach guck mal, hier kriegen wir noch Gold ein bisschen mit raus. Okay. Also ich denke, das meiste Zeug werden wir doch tatsächlich über das Malwerk schreddern. Diamant, oh, Chance auf einen zweiten Diamanten. Pulverisierer kriegen wir mal garantiert 2. Okay, also das jagen wir durch den Pulverisierer, dann kriegen wir garantiert 2 Diamanten raus. Nein, du, da. Zack. So. Habe ich Zeit, das durchschreddert. Na egal. So. Das sind normale Erze, die jagen wir alle durch die SAG-Malwerke durch. Können wir schon mal einstellen. Hydrolit, Ferröses, Aluminium. So. Dann Eisen, Silber, Blei. So. Zinn und Kupfer. So, das, so. Diamanten haben wir Zertus, wo kriegen wir am meisten raus? In das Segment kriegen wir Staub und Kristalle, garantiert. Gut, also, kommen die auch hier mit rein? Danke. So, Diamanterz, müsste jetzt noch hier mit reinhauen, theoretisch. Oder haben wir jetzt schon alle durchgeschreddert? Haben wir 4650 Diamanten. Na, das haben wir nach Hause gemacht. So, wie sieht es mit Lapis aus? Im Redstone-Ofen kriegen wir 6. Pulverisierer 9. Pulverisierer gibt garantiert 9. Wie viel Erz haben wir da? Oh, da haben wir gar nicht so viel. 24. 104. Gut. Dann einmal hier rein. Zack. So. Dann kriegen wir garantiert immer 9 Lapis raus, das ist sehr gut. So, Kirby läuft immer noch, das ist Wahnsinn. Das ist schon geil. So, die schreddern jetzt hier schön ihr Zeug alles durch. Wunderhübsch. Da müssen wir einmal die Legierungsschmelzen einstellen, dass sie hier alles durchschmelzen. Und dann haben wir da schon mal eine reichliche Batterie an Rohstoffen zum weiteren Verarbeiten. Ja, die Ärzte, da sind sie erstmal ein bisschen beschäftigt, aber das ist gut so. Haben wir erstmal ein bisschen zu tun. So. Was haben wir jetzt noch an Ärzten? Das wird jetzt alles durchgeballert. Geladen, was haben wir noch? Wo haben wir das am besten durch? Auch in der Sackmill. Gut. Gut. Okay. Gut. Hauen wir auch durch die Sackmill.
Fürs SAG mal weg. Ne, der Kohlebastler, der ist noch ein bisschen beschäftigt. Nehmen wir mal hier oben ein. Die haben nicht so viel. Für den Moment zumindest. Hier einen. Da, das ist doch. So, dann können wir mal kurz.